Und damit herzlich willkommen zu Let's Play CA Billions. Eigentlich möchte ich erst die stählerne Festung machen, aber ich glaube, das Krankenhaus ist Level 3 und ich würde Kelos gerne noch ein bisschen erweitern. Und als nächstes kümmern wir uns um hier. Sie sieht nicht sehr gefährlich aus, aber dieses infizierte Mädchen ist so schnell, dass sie über Mauern springen und einen Soldaten in ihren scharfen Klauen töten kann. Das wird hart. Ich glaube, das wird wirklich hart. Aber ich habe auch schon gesehen, die Schwärme werden eigentlich von allen YouTubern nur mit Soldaten bekämpft. Ich verstehe das nicht. Klar, die Soldaten sind stärkste, aber das ist doch doof. Oh, das ist eine sehr interessante Karte. Die werden hier und hier. Und hier hinten werden sie garantiert auch kommen. Und von hier kann ich auch super. Ich krieg vor allem nichts Besseres aus diesen schwulen Barrikaden. Nee. Ja. Klar werde ich auch Soldaten entsetzen. Das ist das Stärkste, was wir haben. Muss ich schauen. Das ist natürlich ein echt beschissener... Also zum Verteidigen ist es eigentlich echt scheiße. Die Steine sind halt wirklich sehr stark im Weg, aber hier ist eine gute Stelle. Sind halt nur Harpien. Da können sie auf jeden Fall nicht gehen. Oh, jetzt noch gar nichts. Schwer zu sagen, wo sie hier kommen. Vielleicht nehme ich von hier ein paar weg. Wenn Harpien hier durchkommen, sind wir am Arsch. Denn die sind so schnell, bis man bei dem Außenposten ist, ist er verloren. Mal sehen, was passiert. Ach. Jupp. Jetzt muss ich wissen, wo sie kommen. Das ist natürlich echt schwul. Wo ist das passiert? Echt? Hä? Das sind ein paar viele hier, glaube ich. An der Stelle. Hier haben wir viel zu... Hier haben wir gar nichts zu befürchten, habe ich das Gefühl. Okay, die Sackstückeln uns da. Oh, genau. Ja, die machen uns fertig. Der ist auch tot, oder? Ui. Oh, der Lucifer ist auch tot. Scheiße. Wie steht denn hier?
Ja, die machen uns fertig. Ich hätte gedacht, sie hält. Sie machen uns echt fertig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Die erhalten. Ey, was? Das meinte ich. Ja, die existieren in Außenpost jetzt. Das kann ich nicht aufhalten. Das geht zu schnell. Okay, nur Soldaten. Aber das ist doch. Da muss ich aber sagen, dann ist das Spiel wirklich so schlecht gebalanced, dass du wirklich keine Auswahl brauchst. Du brauchst einfach nur Soldaten. Das ist doch doof. Ja, jetzt habe ich 10% verloren, aber. Also das ist wirklich scheiße gebalanced. So scheiße gebalanced. So. Die Lucifer. Ich glaube, wenn die Lucifer billiger wären, wäre das auch wieder anders, aber die kosten halt sau viel. Und dafür bringen sie einfach zu wenig. Kann man hier irgendwas ausnutzen? Ja, eher nicht. Lololololo. Ich muss ja auf jeden Fall zusammenziehen, ein bisschen mehr. Und ihr solltet mit dahin gehen, ihr solltet dahin gehen. Wir müssen einfach nur mehr zusammenrutschen. Damit sie mehr Kampfkraft haben. Hä? Und wie ist deine Taktik? Ich baue einfach nur Soldaten, stell die auf einen Haufen und schon ist es gar ist jede Mission kein Problem. Das ist einfach nur doof. Klar, es funktioniert, aber es ist wirklich doof. Du brauchst gar nichts außer die. Ich wollte es immer ein bisschen taktisch angehen, aber du darfst es nicht taktisch angehen. Einfach drauf losballern. Das passt sehr zu unserem. Zu dem immer sinkenden IQ, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gar kein Problem. Soldaten spammen und alles ist gut. Dann werden sie noch stärker. Hat einer einen Kratzer gekriegt. Er ist schon wieder geheilt, bis die nächsten kommen. Jetzt könnte ich auch problemlos vorspulen. Vor allem die Hardlin kriegen 9% Erfahrung. Und je mehr Veteranen wir haben, umso schwerer fällt es, den durchzukommen, natürlich. Also das Spiel, ich schreie jetzt mal ein bisschen dagegen an. Das Spiel wurde von den Entwicklern nur mit Soldaten getestet und ist schaffbar. Ich glaube aber auf 200%. Wundert mich aber auch nicht, dass sie die Soldaten dann so stark gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, naja, es ist ein bisschen schwierig. Machen wir doch die Soldaten noch stärker. Sind es immer noch schwierig. Machen wir sie noch mal stärker. Es gibt also Sachen, die alle verbessern und dann verbessern natürlich auch die Soldaten. Also du hast ja 3 Verbesserungen, die nur für die Soldaten sind. Und dann hast du noch 2 Verbesserungen, die... Du hast ja 2-mal Schusskraft, 1-mal Reichweite und Sichtweite und
Und natürlich die Rüstung, die 20%, dass auf 60% kommen. Dann hast du noch die Nano-Rüstung, die für alle ist. Dann hast du noch die Medizin, die auch für alle ist. Dann haben sie dann noch mehr Leben. Dann kannst du natürlich noch das mit der Ausbildung, Militärausbildung machen, dass die natürlich noch schneller aufsteigen. Die können wir eigentlich direkt für die nächste Welle mitnehmen hier, die Soldaten. Und dafür, dass man die Soldaten halt so extrem verstärken kann, sind die einfach viel, viel zu billig. Klar, es macht diese Schwärme einfacher, aber das macht die Schwärme einfach langweilig. Dann ist das eher nur notwendiges Übel. Erforscht anfangs Soldaten, dann gehst du so schnell wie möglich auf Schocktürme. Und dann brauchst du eigentlich nur noch Sachen für Soldaten machen. Soldaten und Wirtschaft, mehr brauchst du ja nicht. Also warum irgendwas anderes erforschen? Du brauchst ja nur Soldaten. Denn die kommen ja gegen alles an. Guck mal diesen Harpienfriedhof an hier. Das ist irgendwie hat das was Hypnotisches. Wie so eine Lavalampe. Wie sie alle an der gleichen Stelle umfallen. Ein Glück gibt es keine Munitionskosten oder Nachladen. Die schießen einfach 2,5 Mal in der Sekunde. Der normale Soldat schießt auch schon 2-mal in der Sekunde. Ja, hier war wieder jetzt Vorspulen toll, aber wie gesagt, diese Schwärme sind einfach nur ein Witz, wenn du einfach nur mit Soldaten spammst. Das ist langweilig. Also dann schauen wir mal, was der nächste Schwarm so zu bieten hat. Setzt man auch nur Soldaten ein, warum auch nicht? Aber eigentlich wirst du ja wirklich bestraft, wenn du andere Truppen verwendest. Lucifer sind sau teuer und ja, okay, gegen die sind sowieso nicht geeignet, aber der Soldat ist wirklich... 9 Soldaten sind auch stärker als die Lucifer. Zumindest hier. Im echten Spiel würde ich einen Lucifer 9 Soldaten eigentlich immer bevorzugen. Aber hier... Die kommen schon gar nicht mehr ran. Und das ist ein Harpchen. Das ist... Die schnellste Einheit, die sie haben nach dem Mutant. Nach dem infizierten Mutant. Also schneller geht's nicht. Und der ist neu. Das heißt, die Harpien sind so schnell und die haben absolut keine Chance, hier irgendwie ranzukommen. Und früher waren Harpien auch eigentlich meine schlimmsten Feinde und ich habe sie aber auch, irgendwie liebe ich sie auch, weil die sind irgendwie geil. Also nicht geil im Sinne von geil, sondern aber die Art und Weise, wie die rennen, die Gefährlichkeit, das macht sie halt einfach zu einem super Gegner. Man hasst sie, aber irgendwie sind sie auch charismatisch und sind halt die einzigen, die halt über Zäune springen können. Selbst der infizierte Gigant, der problemlos eigentlich über die Welle drüber steigen könnte, müsste. Es sei denn, er kann seinen Fuß nicht hochheben. Das kann natürlich auch sein. Oder der infizierte Mutant wird es auch können. Die können es nicht, dieser Abier kann es. Das ist immer das Problem von Programmierern, die wollen halt das Spiel erweitern dann. Das ist aber schwierig, wenn du ein vollkommen funktionierendes System hast. Es ist schwierig, da neue Elemente reinzubringen mitunter. Beispiel Stranded. Die Elemente, die dazu kommen, sind echt super. Das hat er gut hingekriegt, um mal als Stranded zur Extension Edition. Aber das ganze Essen, was dazu gekommen ist, ist größtenteils absolut unwichtig. Nicht, wenn ich meine Mod fertigstelle, dann nicht mehr. Aber du kannst dich die ganze Zeit von dem Brot, von stinknormalem Brot ernähren oder von gekochtem Fleisch, ist vollkommen egal. Es hat absolut keinen Unterschied. Ob der Hamburger lohnt sich da vielleicht noch. Wer es nicht kennt, mal reinschauen. Stranded Extension Mod. Die fallen auch noch wie die Fliegen.
Ja, das ist jetzt auch ein lustiger Zirkus, so wie es aussieht. Da müssen wir gleich von einer Seite aufhören zu kommen. Wow! Die kommen ja aber schon ganz weit. Und draußen fahren die Traktoren. Die tun einfach so, als wären das die Harpien, die diese Geräusche machen, diese Traktorengeräusche. Ich hätte auch schwören können, dass die früher mal 60 Schaden gemacht haben. Die haben nämlich einen Jäger mit zwei Schlägen getötet. Das könnten sie so nicht mehr. Ein Angriff hätte nämlich 60 Leben früher abgezogen. Die haben sie runtergemacht. Was ich nicht verstehe. Ach komm, hauen wir den ja auch doch weg. 30.000 Infizierte, oh, ein paar Schwabbeln, ein paar Anführer, der Rest sind normale Kolonisten. Ach komm, den zeigen wir's. Hauptsache wir haben nicht so eine richtig offene Karte, weil die finde ich furchtbar. Ja, die finde ich gut. Da kann ich die Soldaten wenigstens richtig taktisch mal einsetzen. Frage ist, können die da durch? Wäre natürlich gut zu wissen, wo die dann kommen. Komm gar nicht hier durch. Und hier können sie auch gucken. Jetzt schauen wir mal ab, was geht. Könnt doch erstmal alles hier vollstellen und dann immer noch taktisch vorgehen. Ich werde dann zurückziehen, das müssen wir dann schauen. Aber höchstwahrscheinlich werde ich das müssen. Hier war es natürlich nicht schlecht. Mal sehen, was passiert. Okay, sie kommen hier. Alle Soldaten aufs höchste Ziel erstmal. Hier kommen sie auch. Da kommen sie, das habe ich vermutet. Hier werden sie auch kommen. Gut, die fangen wir hier ab. Hier kommt absolut keiner. Any orders? Ready and waiting. Orders, sir. Do you need me? Our soldiers are in trouble. Das hier ist nicht gut. Das sind doch mehr als erwartet. Das ist natürlich nicht schön. Any
Wo sterben denn meine Leute, würde ich gerne mal wissen. Ach, wahrscheinlich die hier. Hier, packen es. Wir müssen es auch packen. Der darf nicht sterben. Sehr schön. Kacke. Was ist auf der Seite? Ah. Ich hab euch doch aufs Höchste geschaltet, dachte ich. Kein Wunder, dass das nicht läuft. Ja, hier machen sie mich fertig. Und weiter dahin. Ja, es ist wirklich hirnloses Soldaten-Spam. Ich habe echt gedacht, hey, das ist einfach so traurig. Ich spam jetzt auch nur noch Soldaten, ernsthaft, also das ist so bescheuert. Nicht weil ich verliere, weil das einfach traurig ist. Wozu denn Taktik? Du kannst doch einfach Soldaten erbauen. Da! 100.000 Soldaten, mach doch nichts. Wir brauchen keine Taktik. Wir waren einfach 100.000 Soldaten, die schaffen das. Hier kamen sie noch durch. Hier kommen sie dann. Okay, das ist jetzt zu viel. Gut, los geht's. Die pack mal auf einen Haufen. Die pack mal davor. Die können fast so stehen bleiben. Hab ich das hier vergessen? Naja, vielleicht, aber. Ist ja auch egal. Ich habe so viele Soldaten, dass ich einfach die hier rüberziehe. Ja, es muss gar nichts. Muss nur Soldaten sein. Okay, hier oben reicht das anscheinend nicht. Ah, danke! Danke für den Hinweis wieder mal. Oh, scheiße. Wieder dieses typische sehr Ben Say, du bist ja angegriffen. Oh, der ist schon tot. Pech gehabt. Aber sind das so viele? War das gerade eben auch schon so viele oder machen die mich trotzdem fertig? Okay, vielleicht reicht das Soldaten-Spam doch nicht aus.
Hab ich mich doch geirrt. Wow. Da muss ich vielleicht doch mal ein bisschen taktischer hingehen. Die werden mich fertig machen, glaube ich. Nee. Wow, der Schwarm überrascht mich. Dann lag vielleicht doch eher daran, dass ich den zu früh gemacht habe. Nee, da ziehe ich mich zurück. Dann machen wir es krank aus. Das überrascht mich jetzt aber. Mit den Luzifern habe ich tatsächlich besser standgehalten. Ah, das Krankenhaus. Dieser alte Krankenhauskomplex wurde vor langer Zeit verlassen und nur noch die Infizierten treiben in den Gebäuden die Unwesen. Der Komplex besteht aus 4 unabhängigen Gebäuden, welche mit Straßen verbunden sind. In der Mitte befand sich früher wohl ein schöner Park mit Statuen. Wir sind uns nicht sicher, ob es als Krankenhaus oder Forschungseinrichtung gegen die Infektion genutzt wurde. In jedem Fall ist dieser Ort sehr interessant und sollte wichtige Technologien behalten haben. Ach ja, da muss ich ja selber sammeln. Dieser Schwarm hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Eigentlich fehlt uns auch noch Lucifer-Angriffsstärke. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Zombie, aber ist bloß ein Typ mit einem fehlenden Auge. Geht gut los. Das ist der nächste. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal den Effektradius erhöhen. Ich glaube, dann verletzt man, trifft man hier mehr mit einmal. So wie wir besser gegen solche. Guck mal drauf. Krankenhauskammer. Infizierte der Stufe 4 begeben sich bitte zum nördlichen Forschungsraum. Kinder und andere Infizierte begeben sich bitte zur Südseite für Neuzuweisung. Okay, gehen wir erst zur Südseite. Ganz schön was los hier. Vielleicht muss man sich wirklich ein bisschen überlegen, wohin man skillen will. Ah, nein! Wow, das ist gefährlich hier. Ich habe auch nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Nö. Auch wenn ich schneller bin als die. Die sind halt ein paar mehr als ich. Ich bin so froh, dass er nicht ein Munitionslimit hat. Würde mich eigentlich Sinn machen bei so einer Mission. Okay, alles eingangslos. Dann hoffe ich, dass ich jetzt ein bisschen mehr Freiraum habe. Ja, war gemein. Südseite. Hier müssen die ganzen Schwächeren sein, die würde ich zuerst wegmachen. Vielleicht finde ich da was Schönes. Schön, dass hier noch Strom ist. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der Effektradius nicht ganz funktioniert. Aber wie können die das da hinten hören? So ein Medipack würde mich jetzt schon ein bisschen beruhigen.
Da wir auf 800% spielen, müssen wir auch ein bisschen, müssen wir ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich habe jetzt erste Mal eine Käsesoße selber gemacht für meine für Nudeln. Boah, super. Hab zwar ein bisschen was vergessen, aber hat trotzdem auch gut geschmeckt. Da ist jemand gut versteckt. Ach, das hast du nicht gehört. Ah, hat sich vielleicht schon gelohnt. Vielleicht auch nur eine Granate, aber hat sich auch gelohnt dann. Die werden wir garantiert brauchen. Wenn man, also, wenn ich ein was gelernt habe, und ich habe es mir auch von Anfang an gedacht, wenn du Granaten findest, sei sparsam mit dem, denn du brauchst sie. Oh, was ist das denn? Interessant. Ah, die Zombies fahren mit Autos rum, ich hab's genau gehört. Denn die Granaten sind nicht grundlos. Ui. Ist es nicht Süden? Sind doch keine Pfarrer, oder? Wenn da die ganzen Kinder sein sollen? Lauf mal. Vielleicht gehe ich doch erst nach Norden. Ist das vielleicht falsch rum einfach nur? Oh, ich krieg die One-Shot mit. Ach. 75, wie viel haben die denn? 80, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä, warum kriege ich die One-Shot? Die haben Rüstung. Die haben 80, ich mache nur 75 Schaden. Ich weiß nicht, das soll. Was soll das so sein? Oh, da ist auch noch was. Okay, die scheint überall da zu sein. Ah, okay. Nicht zwangsläufig tot. Nur beim Dreckstreffer. Experimenteller Therapieraum. Achtung, Individuen der Experimentalbehandlung 605 steigende Aggressivität und Beweglichkeit bei einigen Patienten festgestellt. Harpien? Klingt nach einer Harpien-Plage. Ich geh mal rein. Harpien. Schieß! Oh Gott! Ja, jetzt hab ich Schiss. Hier ist noch irgendwo ein, oder? Ich hab gewusst, dass da Harpien rauskommen. Das ist aber schön, dass ihr damit Experimente auch noch gemacht habt. Wir haben ja nicht genug Gegner. Macht sie noch schlimmer. Das ist nix. Ich hoffe, da ist ein Arzt drin. Jetzt habe ich die Hosen voll. Wenn jetzt Harpien mit dabei sind, jetzt rechne ich damit, dass da noch mehr sind. Und ich habe bloß noch eine Granate. Okay, das ist okay. Was ist das? Ah, okay, das ist ein Hinweis, dass wir da nicht reingehen sollten. Aber da ist Zeug drin, also musst du rein, theoretisch rein. Vielleicht haben sie auch einfach nur versucht, die Menschen, die wieder menschlich zu machen und es hat es verschlimmert. Könnt ihr noch mehr sein? That's easy. Ich muss natürlich trotzdem alles durchsuchen. Da hat auch was geblinkt. For the Emperor. For the Empire.
for the humans. Ihm geht's nicht so gut. No fear. Anything more? Let's kill the enemies of the Empire. Silence. Vielleicht finden wir auch später gar keine Möglichkeit mehr. Was ist das denn bitte schön für eine hässliche Statue? Die bringt bestimmt Imperiumspunkte, aber die passt doch überhaupt nicht hier rein. Wenn ich mir das andere so anschaue, dann muss das ja 100 Imperiumspunkte bringen, so gigantisch wie das Ding ist. Ach, das ist ein abgeschlossener Bereich, sehe ich jetzt. 30, ja, diese riesige Statue, die ist natürlich nichts wert. Was dachte ich mir auch? Hier ist irgendwo eine stärkere. Of course. For the Empire. So, schauen wir mal da drauf. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr Harpien sind. Oder Schwappe wären auch scheiße. Behandlungszimmer 1. Achtung, bitte stören Sie die medizinischen Angestellten nicht, während Sie Elektroschocktherapie. Oh, klingt ja nett. Come on. Okay. Ich kann mal einschießen. Lauf! Ja, würde ich auch sagen. Machen wir es mal lieber von hier. Perfekt. Können sich nämlich gar nicht wehren. Die Ratten freuen sich. Ah, das ist genau das, was ich brauche. Dann habe ich auch nicht mehr so Angst, dass wir beim nächsten Angriff vielleicht tot sind. Immer noch welche. Ich habe echt schon gedacht, wir brauchen eine Granate. Aber wenn ich die sparen kann, werde ich die natürlich sparen. Denn meistens brauchst du die Granaten an dem Punkt. Wo kommen die eigentlich her? Normalerweise brauchst du die Granaten an den Stellen. Also fürs Ende der Mission. Okay, hol dir mal dieses komische Ding da. Oh, hol dir erstmal das hier. Immerhin. Also die Elektroschocks haben anscheinend nicht viel geholfen. So ein Arztkoffer wäre wirklich nicht schlecht. Da hätte man einen Meierkolben. Wonderful. It shines. For the Empire. Der hat das gebracht, der nicht, obwohl es absolut das gleiche ist. Fragen, die Welt bewegen. Oh nein, einfizierte Ratten. So, schauen wir mal lieber erstmal nach, was da drauf steht. Nicht, dass ein Gigant oder sowas plötzlich kommt. Behandlungszimmer 02. Achtung, Strahlenbehandlung kann für Nicht-Infizierte tödlich sein. Kann für alle tödlich sein, schätze ich mal. Ist anscheinend für die auch tödlich gewesen. Hier ist alles ausgeräumt. Das ist eigentlich auch eine super Idee eigentlich. Lauf mal weg. Du bist eigentlich mittlerweile schneller als die, bis auf die Harpien. Mann! Ich hasse es, wenn man daneben drückt. Ja, das war unser erster Hilfekoffer. Ich hasse es, wenn du irgendwas anklickst und irgendwie triffst du die dann nicht. Weil das kann dir halt echt das Leben kosten. Weil der läuft dann halt los und lässt seine Waffe erstmal sinken. Let's go. The party has
just begun. I still have some tricks up my sleeve. Die einzigen, die sich freuen, sind die Ratten. Aber irgendwie gibt's auch in jedem Raum immer was zu finden. Würde ich auch sagen. Let me blow up some heads. Jetzt eigentlich schon auf Thanatos Level. So ziemlich. Nur mit schnellerer Schusskraft und vielleicht ein bisschen weniger Effektbase. Aber gerade für die Kleinen ist der Effektbase wahrscheinlich sehr wichtig. Ich weiß nicht, was Nachladen ist. Wahrscheinlich das hier. Of course. For the humans. Mitten ins Gesicht geschossen. No fear. Of course. Klingt eigentlich wie ein Eichhörnchen, nicht wie eine Ratte. Eichhörnchenratten. Das sind die schlimmsten Ratten von allen. Let's kill the enemies of the Empire. Perfect. You shall made my day. Ich weiß, das Zeug blinkt auf, aber ich schaue trotzdem so, weil ich echt viel rumschauen muss, wenn ich was vergesse. Das macht keinen Spaß. Auf der Karte markiert wäre es nicht schlecht. Da ist nichts da. For the humans! Da scheinen welche um die Ecke zu stehen. Gehen wir erstmal hier oben lang. Hier unten habe ich einen guten Fluchtweg. Lagerhaus, Achtung! Lagern von radioaktiven Materialien und verunreinigten... Was? Und Verunreinigungen. Ach so, jetzt verstehe ich. Verboten, ja. Oh, macht auch Sinn. Dass da vielleicht kein Infizierter drin ist, wenn... Das hab ich gesehen. Da rechts. For the Emperor. It looks great. Ja klar, warum sollten sie auch hier reingehen? Understood. Das... Sollten dann hier als unabhängige Bereiche sein? Ich gucke erstmal das rein. Und dann gucken wir mal runter, bevor ich das hier öffne. Nicht, dass ich da... Behandlungszimmer 03, Achtung! Ultraschallbehandlung hat leidlich die Hörempfindlichkeit der Infizierten verstärkt. Die Quarantäne dieses Abschnitts bleibt bis auf Weiteres bestehen. Klingt nicht gut. No problem. Halt! Was hat höhere Effekt? Aber nur Kolonisten. Perfect. Bin ich mal gespannt. Ja, Blau. Yes. All right. For the humans. Gut, dass ihr stehen geblieben seid. Auch klar, alles Mögliche ausprobieren. For the humans. Yes. So glad to do it. I love it. Perfect. For the Empire. Yes. For the Empire. Mir fällt jetzt nicht auf, dass sie so viel... Okay, vielleicht auch ein bisschen.
Also der Elder reagiert überhaupt nicht. Wird trotzdem weggeschossen erstmal. Komisch, dass wenn man die vorderen anschießt, nicht beide getroffen werden, sondern nur wenn man die hinteren anschießt. Ich kann Kalos auch nicht mehr oft verbessern. Haben wir uns ausgeräumt wieder. Ihr dürft nicht vergessen, es ist 800%. Da muss ich sehr taktisch vorgehen. For the glory of Quintus, let's kill the enemies of the Empire. Sounds good. For the humans. Yes. For the Empire. Anything more? This is for the Empire. Das ist für dich. Wegen meiner Unfähigkeit bist du leider verletzt worden. Ja, stimmt dazu. Ich öffne mal das. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich vermute, es geht wieder raus. Lauf! Das war ein bisschen überraschend. Euch mache ich Beine. Oder ich schieße euch weg eher. Ja, das ist die Ratte sauer. Ey, wo kommst du her? Mann, der Typ muss doch einen Adrenalinspiegel haben. Also ich wäre sowas von geladen, in die, wenn ich mich hier herbegeben müsste. Yes. For the Empire. No fear. Those heads are calling for a fight. So glad to do. Ah, lauf weg. Wie meine Arztkoffer nicht für sowas aufbrauchen. Okay. Eigentlich bin ich schneller als ihr Idioten. Ich glaube, man sollte sich davor hüten, einfach rauszugehen. Vielleicht. Schwer zu sagen. Ich hätte trotzdem gerne die normalen Missionen dabei. Jetzt mache ich sie alle fertig. Das Risiko ist mir einfach zu hoch, dass hier irgendwas Blödes passiert, wenn ich sie am Leben lasse. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts steht.
Und es scheint wirklich alles ähnlich aufgebaut zu sein, so wie es aussieht. Ey! Boah, jetzt sag ich nochmal so eine Statue. Let's go. They're already dead. Ich habe mich nicht mehr bemerkt. Wenn ich so viele Granaten finde, glaube ich auch, dass wirklich an der Stelle, an der ich... Ich muss doch ein Artefakt finden, oder? Missionsartefakt, ja. Gerade an diesen Artefaktpunkten sind da meistens sehr, sehr starke. Alright. I love it. Sieht vielversprechend aus. In der Granate wäre ich da schnell durch, aber... Ich spare die Granaten lieber, das sind sehr viele. Also eine Granate, die da schon viel bewirkt. Also solange ich so gegen die klarkomme, mache ich lieber so. Warum machen wir nicht nur Kommandomissionen? Irgendwann sind die Infizierten auch alle tot. Lauf! Das ist zu gefährlich. Wir locken zu viel mit einmal an. Schaffst du leider nicht. Los, abballern. Let's kill the enemies of the Empire. For the Empire. No fear. Stellt mal mehr als. Ja, schön Mädchen, schieb ruhig den Typen vor. Kopfschuss. Ich war mir nicht sicher, ob sie es schaffen, ob er es schafft, aber er hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Quintus. No fear. Nice. Da sind ein paar. Perfect. Eigentlich ja bewundernswert, dass es solche Menschen gibt, oder? Ob das in der heutigen Zeit wirklich notwendig ist, dass wirklich immer so eine Gefahr besteht, wie einem immer gesagt wird, kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber... Solche Sondereinsatztruppen. Hut ab. Mit dem würde ich mich wahrscheinlich nicht einfach so anlegen. Die brauchen wahrscheinlich nicht meine Waffe, um dich zu töten. Aber egal wie stark du trainiert bist, egal wie schnell. Eine Kugel schadet jedem ungefähr gleich.
Sogar den hier. Da geht's nicht durch. Ich geh mal hier durch. Nee, ich geh erstmal zurück, ich will das Gebäude fertig haben. Okay. Sollten sie vier autonome Gebäude sein? Ich weiß auch nicht so recht. Zugang zur Küche und Kantine. Achtung, Tagesgericht. Halbrohes Fleisch für infizierte Bewohner der Stufe 4. Okay. Idea, Sir. That's easy. Come on. Die haben sich auch munden lassen, schätze ich mal. Wahrscheinlich haben sich auch noch rohes Fleisch ein bisschen gegönnt. Das sind Infizierte der Stufe 4. Auf mal ein Stück. Hat gut geklappt. Schade, dass er nicht laufen und schießen kann wie ein arabischer Bogenschütze. Berittener arabischer Bogenschütze. Das Jungle Crusader. Das wäre sehr praktisch. Würde ich hier mit 80 berittenen Bogenschützen reinrennen? Die würden ja alle fertig machen, selbst die Harpien. Aber tatsächlich, so nach und nach lernt man, was hier passiert ist. Also wie das vonstatten gegangen ist. Anscheinend hatten sie sich anfangs noch ein bisschen unter Kontrolle. Oder so wären sie, je länger sie in diesem, naja, Stufe 4, vielleicht ist bei Stufe 5 dann schon, sind sie dann vielleicht wie hirnlos und nur noch impulsgesteuert. Da ist Fleisch, das hole ich mir. Uiuiui, wo kommst denn du her? Der Koch persönlich kommt. Genauso schnell wie die. Ich weiß nicht, wie viel ich ihm Schaden zufügen kann, bevor es soweit ist. Haha, daneben. Ich brauche noch 2 Schuss. Ach, die heilen sich ja auch nicht. Stimmt. So geht's. Okay. Stimmt, die heilen sich ja auch nicht. I hope not to find a harpy there. Of course. Wo kam der her? Und ich muss sagen, es missfällt mir sehr stark, dass ich mittlerweile schon gegen Harpien kämpfen muss. Und anscheinend auch öfters gegen Schwabbel. Of course. For the humans. Aber sie haben doch schon Verlangen nach Fleisch, warum fressen sie die Ratten nicht? Es hieß nur, dass sie Verlangen nach Fleisch haben. Nicht, dass es Menschenfleisch ist. All right. No fear. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Tolles haben. Was ist das? Kann ich hier ran? Ach, das ist eine leere Flasche. Das bringt zwar auch nichts. Scheint wirklich mal nichts zu sein, das ist nicht viel. Wirklich mal nichts in dem Raum. For the humans. For the humans. All right. I love it. Yes. Ach, hör auf zu meckern, du Backenhündchen. Jetzt wäre ein weiterer Arzthofer langsam nicht schlecht. I still have some tricks up my sleeve. Let's go. Entsorgung für organische Abfälle. Achtung, nicht die Verwertungsmaschinen berühren. Stufe 5 Infizierte müssen vom Sicherheitspersonal ordnungsgemäß angekettet werden. Ah ja, das sind alles Stufe 5 Infizierte. Ups, das wollte ich gar nicht. Die sind ja toll angekettet. For the glory of Quintus.
Oder ist das das Sicherheitspersonal? For the Empire. Okay. On your orders, Commander. Let's go. The party has just begun. Units under attack. Perfect. Ja, das wird nicht. Das ist nicht schön. Yes. Okay. What? Yes. Noch mal ein Stück runter. Of course. Die fressen uns. Sounds good. Nee, das klingt nicht so gut. Let's go. Schön, dass sie die Menschen aber quasi lebend entsorgt haben. Let's go. Vielleicht habe ich Glück und der lässt gleich von mir ab. Fast and silent. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Vielleicht das so. Just tell me. Okay. Okay. For the Empire. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Perfect. Nicht stehen bleiben. Nur Tempo kann uns retten. That's Wer ist dieser Tempo und wo kann ich ihn finden? No fear. On your orders, Commander. Wo ist er? Da. Also anschießen und abhauen funktioniert ganz gut bei denen. For the Emperor. Wenn du aber die am Anfang einer Mission hast, bist du am Arsch. Keine Granaten und gar nichts, du kannst ja nichts machen dann. Und haben halt ja auch sehr viel Angriff. Ready. Nice. For the Empire. For the Empire. Let's go. Ja, es ist nicht das Spannendste, die Zombies zu verarschen. Im echten Leben würde man sich wahrscheinlich voll den Adrenalinkick holen, aber ja. Verbrauchen die nicht auch irgendwann diese Fettreserven eigentlich? Müssten sie eigentlich? Okay, das ist perfekt. Wenn sie da aufhören, dann kann ich ihn jetzt perfekt zusammenballern. Kann ich näher ran, aber guck mal, wie die Arme aussehen. Tell me what to do. No problem. So, was haben wir denn hier? Da ist nicht viel drin, da ist was drin und da ist auch was drin. Wahrscheinlich die Reste von den Sachen, von den Leuten, die sie entsorgt haben. Da war was Wertvolles, sollte ich mal so da rein. Ich vermute mal, das sind die übrigen Abfälle hier, die halt von den Schwabbeln gefressen wurden, nachdem sie infiziert wurden. Vielleicht war es auch das Sicherheitspersonal, das sich selbst infiziert hat. Ich schätze mal, die haben die Leute hier draufgelegt und einfach im Fleischwolf gehauen. Und am besten noch denen hier zum Essen gegeben dann. Zwei Granaten. Okay, das hier haben wir durch. Komm, wir gehen mitten durch die... Nee, ich gehe lieber nicht durch die Mitte, das wäre glaube ich doof. Doch. Ach, jetzt bin ich. Jetzt bin ich am Weg. Dann habe ich wenigstens das hier geräumt schon mal, dann weiß ich, dass da nichts mehr ist. Wenn es zu viel werden, ich habe ja jetzt 8 Granaten. Ich hätte zwar gerne noch einen weiteren Verbandskasten. This is going to be fun. Anything more? Warum sollte stehen die immer so auf einem Haufen? Ist der Herdentrieb immer noch gegeben, wenn sie infiziert sind? Menschen haben einen Herdentrieb, auch wenn viele Menschen sich für etwas Besseres halten. Wir sind nicht anders als Tiere. Das sieht man immer wieder, wenn irgendwo was ist. Einer rennt irgendwo hin, alle rennen hinterher. Die wenigsten denken darüber nach, was sie machen. Da muss nicht mal was Schlimmes passieren. Schau, geht einfach mal an die S-Bahn. Und schaut, wo die Leute einsteigen.
auch wenn es Stellen gibt, die, die näher sind, gehen sie teilweise trotzdem da, wo die anderen einsteigen, rein. Eigentlich total bescheuert, aber wir sind halt so. Und wir halten uns für das Beste. Wenn ich selber einen Klick, wenn du selber einen klickst, schießt er viel schneller. Schöne Brücken. Auf jeden Fall stehen die mir nicht mehr im Weg. Let's kill the enemies of the Empire. Sounds good. What? Of course. For the humans. Lass mich von hinten angreifen. For the humans. Ich rechne mit Schlimmem in dem Gebäude hier drin. They're already dead. Those heads are calling for a book. Ich finde es ja gut, dass ich die wenigstens mal direkt beschütze und mal töten kann. Die Anzugträger. Und das sieht aus, als ob es auf dem Busch steht. Let's go. The party has just begun. For the Empire. Ach ja. No fear. Die sind aggro, oder? Finde ich gar nicht so toll. Ich weiß gar nicht, warum das immer so toll. Warum der manche Sachen immer so toll findet. Ich kann implizite Anführer hören. Und die Gier nach deinem Fleisch, so wie es aussieht. Nee, ist nicht okay. Schade, dass ich ihn hier nicht sagen kann. Selbstständig räumen. Ich hätte gern wieder so ein paar Hilfstruppen, die waren schön immer. Aber ich sag, Leben zu erhöhen macht auch nicht wirklich Sinn bei den Charakteren, wenn man es was anderes kann. Du hast ja nichts davon, wenn die Gegner musst du ja besiegen, bevor sie an dich rankommen. Nach Möglichkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ab Level 4 die Missionen wirklich hart werden. Was haben wir denn hier? Zimmer für leicht Infizierte. Achtung, Zimmer ausschließlich für Infizierte Stufe 2 und oder niedriger. Dann ist es wahrscheinlich schwache. Naja, ist relativ. Boah, innen lang. Hätte ich doch hier erst unten lang gehen sollen. Wo gehe ich an zu Nuhapien? Ja, die sind überhaupt nicht schwer infiziert oder so. Oder es hat lange genug gedauert, dass sie infiziert sind. Ich habe den gesehen, da habe ich gedacht, ja, dann kann er auch nochmal verletzt werden. Er kann nicht zur Not nochmal heilen. Okay, die haben das ganze Papier gefressen anscheinend. Ah, sowas habe ich eher gedacht. Für sowas braucht man einen erhöhten Effektradius. Wow. Wenn ich dran sehe, wie viele Betten die haben und wie viele Leute die da eingesperrt haben, ist eigentlich schon echt menschenfeindlich. Also, das Problem bei Krankheiten ist, je mehr Menschen aufeinander hocken, umso eher mutieren die. Und bei, wenn Tiere noch dabei sind, geht das noch schneller, aber dann ist es echt kein Wunder, dass sich das so entwickelt hat, wenn die so die Leute behandelt haben. Wie ihr seht, auch Schwache können euch richtig zusetzen.
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die rankommen können. Klar, sie kommen näher, aber durch den Flächenschaden. Ja, langsam werden es viele. Ja, so geht das ganz gut. Man schießt nicht alle einzeln weg, weil sie sich zusammendecken. Also wenn der aufleveln könnte, der würde wahrscheinlich relativ schnell leveln. Gab es nicht irgend so ein Mars-Spiel, in dem man einen Helden hat mit der Stimme von Bruce Willis, der auch aufsteigen konnte, aber aus irgendeinem Grund nur bis Level 8, also zumindest war ich, hatte immer das Problem. Ich habe nur den Helden gekämpft, damit er immer stärker wird, aber auf Level 8 hat er noch Erfahrung gekriegt und das war irgendwie doof. Let's kill the enemies of the Empire. Understood. Ja, das sind ein paar. Warum ist eigentlich niemand auf die Idee gekommen, wenn sie ja maximal infiziert waren hier, das Gebäude anzuzünden? Wäre doch das Logischste, oder? Oder irgendwas bereitzuhalten, dass man hier überall Feuer legen könnte in den Gebieten. Weil ein Krankenhaus ist halt in solchen Gefahr. In solchen Gefahr ist es halt sehr hoch hier. Vor allem, dass sich was ausbreitet. Hätte doch Sinn gemacht. Das ist dann wieder menschenunwürdig, aber Leute in so einem Gebiet hier einzusperren, das ist okay. Ich würde gerne länger mehr ranscrollen, aber irgendwie geht es mit gewonnenen Mission nicht. Ja, ich wollte sagen, der schleicht sich rum. Tja, ja. Aber Wahnsinn, dass Kelos das eigentlich alleine reißt und wenn ich da denke, wie lange Bogenschützen in sowas sitzen würden. Da sieht man mal, was nicht nur die Stärke, sondern auch der Flächenschaden ausmacht. Bei Massen zumindest. Okay, jetzt hört es langsam auf. Ihr habt gesehen, auch viele von den Schwachen können dich irgendwann überwältigen. Wenn sie von allen Seiten kommen, können sie sogar einen Titan knacken irgendwann. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Obwohl ein Titan vielleicht dann doch nicht. Was ist da jetzt? Ah, hier sind die ganzen Forschungspunkte. Das Wichtigste eigentlich. Klar, die Imperiumspunkte sind auch wichtig, aber die Forschungspunkte sind für mich persönlich das Wichtigste. Of course. That's easy. For the glory of Quintus. Ein Tisch? Ah, nimmt den ganzen Tisch mit. Warum? Ist das ein Baum? Ja, da ist ein Baum reingewachsen. Warum nicht? Das war's Hammer. Die Kommandomissionen dauern immer sehr lange. For the Empire. Und wir haben gerade mal die Hälfte. Ich hoffe drauf, dass wir an der Stelle, an der wir das meiste finden, so ziemlich auch mit sehr viel mehr Zeug finden werden. Geht's nirgendwo rein? Come on, the infected are waiting. Okay, da sehe ich auch nicht viel. Mal sehen, was jetzt kommt. Perfect. Können wir mal. Wenn ich nicht infiziert werden könnte, hätte ich auch keine Angst. Oder weniger.
Der weiß ja nicht, aber ob ein Kratzer dich infiziert oder nicht. Tollwut wird teilweise auch über Bisse übertragen. Die Tiere oder Menschen werden aggressiv und beißen. Okay. For the Empire. Come on. Bei Tollwut, und das ist ja ein Tollwut-Typ. Tollwut erkennt man zum Beispiel, bei uns in Deutschland gibt es jetzt nicht so viel Tollwut. Ich glaube, der letzte Fall war 2002. Wir sind eigentlich Tollwut-frei. Aber, ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was haben wir denn da drin? Wartung. Achtung, Reinigung wird durchgeführt. Bitte warten Sie, bis der Final die Arbeiten abgeschlossen hat. Ich glaube, die sind fertig. Wird Zeit, dass wir sie wieder schmutzig machen. Frische Betten. Frische Betten sind da, um wieder schmutzig gemacht zu werden. Hey, was? Units under attack. Great. Silent and lethal. I hope not to find a harpy there. Wären wir auch lieber. Let me blow up some hands. Sag mal, wie viele Leute setzen hier zur Reinigung ein? Das würde mich mal interessieren. Wir hören es, aber die kommen nicht raus. Sag mal, wer hat die Türen eigentlich zugemacht? Ja, obwohl, das war wahrscheinlich... Sehr schön. Ich hoffe, dass jetzt nicht 100.000 drin sind. Ich bin so froh, dass es dem nichts ausmacht. Ah, das Buch haben sie leider zerstört, indem sie die Toilette geflutet haben. Wollte Ginny Weasley wohl wieder was entsorgen, so wie es aussieht? Ja, also sauber war es auf jeden Fall. Einigermaßen. Schlaf- und Kinderzimmer. Achtung, nicht durchgehen. Wichtige Laserbehandlung wird von dem vom Pflegepersonal durchgeführt. Okay. Was ist, bitteschön, ist das denn? Ach, das war anscheinend mein Kind. Ist das das Pflegepersonal? What? Das war die Pflegerin. Eine geile Rothaarige, die ja alles zerfetzt hat, wie es aussieht. Sogar der Teddy ist kaputt. Oh Gott, handschriftliche Notiz. Du hast eine handschriftliche Notiz von einem Kind gefunden. Drauf steht, schön, dass das Kind schreiben kann. Wann kommen meine Eltern zurück? Die Krankenschwester macht komische Geräusche und ich habe Angst. Heute Nacht werde ich mit dieser Maske schlafen, welche ich gefunden habe. Damit bin ich bestimmt sicher. Mir wird bestimmt gut geklappt haben. Wie bitter. Das war anscheinend ihre sexy Krankenschwester, aber ich glaube, die... Ich wusste gar nicht, dass sie sowas hier eingebaut haben. Ach, diese Maske. Not sure, but let's do it. Of course. Tja, so ist es halt. Kinder werden nämlich nicht verschont von sowas. Auch wenn in Deutschland das immer die Meinung der Zensierer ist. Dass Kindern ja nie was Schlimmes passiert. Kinder werden nicht zu Soldaten und Kinder werden sterben auch so nicht. Deshalb muss man das in Spielen immer rausnehmen, wenn Kinder getötet werden können. Denn Kinder kann nichts passieren auf dieser Welt. Kinder sind immun gegen alles. Die werden nicht krank und die werden auch von niemandem... Niemand tut ihnen irgendwie ein böses Leid. Scheiße, das war sehr Mist. Let's kill the enemies of the Empire. Ich dachte, über eine Granate eingesetzt. Werden wir noch mehr solche handschriftlichen Notizen finden? Nice. For the Empire. Let me blow up some heads. Ach, muss ich kommen. Ich vermute mal, hier müssen wir hin.
Naja, intelligenter sind sie nicht geworden. Aber sie hat gemerkt, da ist ein Gegenstand, gegen den ich vorbeikomme, den ich zerstören kann. Ich gehe zur Seite. Sie mögen mal sehr impulsgesteuert sein, aber eine gewisse Mindestintelligenz haben sie immer noch. Ah, okay, da komme ich nicht durch. Administration des Krankenhauses. Achtung, gehen Sie zuerst durch die Dekontamination, bevor Sie das Zimmer betreten. Okay, dann sollte man das vielleicht auch tun. Und da wissen wir aber hier oben lang. Weil soll ich das denn wissen? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für Nase, weißt du, ich mach mit noch jeden Scheiß. F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für unfair im Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht vielleicht. Aber wer weiß, was die Strahlung macht, der schadet den ja nicht, die schadet ja eher uns. Da kannst du doch rein, oder? Nee, sah nur so aus. Come on. Okay, ich bin nicht mal ganz so ängstlich vor Hapien, weil ich jetzt weiß, dass ich es mit ihm kaputt kriege. Let's go. Und das ist auch relativ erfolgreich. Ich brauche zwar zwei Schuss, aber es ist tatsächlich okay. All right. Of course. Understood. All right. Ah, N steht für endlich, sowas. Sachen, über die man bei Serbis nachdenkt. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Okay, ich versuche mal ein bisschen abzuhängen. Brauche ich 3-4 Schuss. Obwohl, anfangs habe ich schon gerade so gegen den verloren, aber ich bin auch verletzt. That's easy. For the Empire. At your service. Okay. Understood. Ein schöner Kerzenschlimm. Ist übrigens toll, was der alles mitnimmt, der Typ. Gerade in so einer Mission musst du doch echt überlegen, was nehme ich jetzt mit, was ist wirklich wichtig? Worauf kann ich verzichten? Wir nehmen einfach alles mit. Was soll schon schief gehen? Noch eine Granate. Hier wird was Schlimmes passieren. Den haben wir uns ganz schön gezeigt. Das machen die nicht mal mit uns. Ah, es sind noch mehr. Oh, das sind aber noch ganz schön viele. Let's go. Understood. Wonderful. Nice. For the Empire. Okay, er scheint wirklich viel zu sein. Okay, ich habe noch eine Zündung. Ist das etwas? Oh ja, natürlich. Nimm diese riesige Statue auch noch mit. Die passt wunderbar zu dieser anderen riesigen Statue, die du einfach in deine Hosentasche stopfst. Das hier kann ich ja teilweise verstehen. Sowas ist einfach nur größer dargestellt. Aber so eine ganze Statue, selbst wenn sie klein ist. Ein Tresor. It looks great. Amazing. Natürlich ist es wirklich so, dass wir hier das meiste finden. This is for the Empire. For the humans. Yes. Ich glaube, wir haben ein bisschen was übersehen. Interesting.
Oh, das ist noch ein Tresor, da könnte was zurück drin sein. What do we have here? It could be a trap, but let's go. Okay, irgendwo fehlen noch 10 und da. Ja, anscheinend nicht. Ich muss noch mindestens 2 Stellen finden, anscheinend. Come on! Ich sehe nichts aufblinken. Vielleicht ist auch irgendwo wieder ein. Eine Stelle, die ich übersehen habe, kann natürlich auch sein. Problem ist auch, du kriegst halt die ganze Karte nicht so aufgedeckt, wie es ganz gut wäre. Denn hier noch irgendwo das Stofftier, das zerstörte, kann man nicht nehmen. Ich sehe es nicht. Tut mir leid, Leute, ich sehe es echt nicht. Nice. Wer weiß, wo das liegt. 10 Imperiumspunkte, 20 Forschungspunkte. Wir werden es auch ohne schaffen. Die Forschungspunkte sind gerade eh nur noch so bonusmäßig. Wir haben schon 36 Minuten vergeudet, das reicht. Immer 96%. Jetzt haben wir auch wieder was zu lesen. Wofür setzen wir uns am besten ein? Verschwinden alles in sowas. Den haben wir noch nie eingesetzt. Könnten wir eigentlich mal einsetzen. Den Laser würde ich tatsächlich noch warten. Wir müssen eigentlich mehr auf solche Sachen gehen. Wolfram-Werkzeuge wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich gehe erstmal auf die Biochemie. Achso, ich habe ja gesagt, wieder. Artilleriefeuer gehen, aber ich habe ja eh noch so eine Kommandomission, von daher. Eins gut, das merkt man schon, glaube ich. Aber wo will ich hin? Mal 2. Will ich auf Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich echt gut. Mehr Leben? Wie nennt man das? Ich nehme mal die Angriffsgeschwindigkeit. Oder die Geschwindigkeit an sich ist auch gut. Ich geh mal darauf. Und dann haben wir noch einen Zeitungsartikel. Neue Ära der Hoffnung. Unsere bewaffneten Streitkräfte führen den schwierigen Kampf, um die Infizierten einzudämmen und zu neutralisieren. Bislang erfolglos. Es wird vermutet, dass jeder Abschuss zu 10 neuen Infizierten führt. Die Regierung hat daraufhin die Bevölkerung bewaffnet, damit diese sich selbst und andere schützen können. Die Vorgehensweise scheint geplant und wird als Einberufungsstrategie gesehen. In wissenschaftlichen Kreisen versuchen die Forscher, das Krankenhaus Gamma mit neuen Forschungserkenntnissen und Therapieansätzen die Pandemie zu heilen. Dr. Gage Whitney, Leiterin der Kinderstätten, sagte,
Dank der Elektroschock- und Ultraschalltherapie in Kombination mit einer Strahlenbehandlung sehen wir vielversprechenden Fortschritt bei den jüngeren Patienten, habe ich gesehen. Laut Dr. Whitney kommen die vielversprechendsten Erfolge von ihren Kollegen aus dem Omnicron-Labor, wo eine Gruppe führender Bioingenieure... haben erfolgreich eine größere Anzahl lebender Exemplare sichern können. Diese werden aktuell genau untersucht, um die Infizierten zu klassifizieren. Die Klassifizierung der Infizierten könnte zu einer Heilung der Zukunft führen. Boah, glaube ich irgendwie nicht. Das sieht sehr schön aus. Aber wir müssen uns dann erstmal auf die Level 4er Mission machen. Ich mache erstmal dann die stählerne Festung. Dann wahrscheinlich den giftigen Sumpf. Dann das. Ich glaube, der giftige Sumpf hört hier auf. Und hier werden dann bloß noch Level 5er Missionen kommen. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Bei 37.000 Punkten, bei 65% haben wir eigentlich zu wenig Punkte, wenn ich ehrlich bin. Denn wir brauchen 70.000. Naja, egal. Das war Let's Play Zerbase für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao, bis gleich TV. Bye, Leute.